Hallo Welt! Da sind wir wieder hier in Kingsport Leuchtturm. Und ich denke mal, wie schon in der letzten Folge angekündigt, ich denke mal, wir können so langsam anfangen und hier ein paar Geschäfte aufbauen. Die Geschäfte, die wir zuvor eingelagert hatten, die können wir jetzt wieder bauen. Und ja, wir sollten das natürlich geschickt machen. Geschickt, als ob wir irgendetwas geschickt machen würden. Aber oh, was sehe ich denn da gerade? Das hier kann noch weg. Und was sehe ich denn da? Ja, das passt gerade. Da können wir sie schon mal zuweisen. Das hier kann weg. Und das ebenfalls. Und hier ist unsere Artillerieteilfrau. Und sie kann sofort jetzt zugewiesen werden. Dann hat sie schon mal was zu tun. Die erste Frau, die hier was zu tun hat, dann. Oder? Der Friseur ist, glaube ich, auch noch da. Der hat auch schon. Ich habe gehört. Ja, und man sieht, es ist zugewiesen. Und ich habe sie auch gehört, dass sie gesagt hat, dass sie das gerne machen würde. Ja, fangen wir mal mit den Sachen an, von denen ich ganz sicher weiß, wo die hin sollen. Zum Beispiel die Betten. Das sind aber keine Geschäfte und so. Nein, aber wenn es um Geschäfte geht, da zum Beispiel die ganzen Erste-Hilfe-Sachen. Ach, hier könnte man hier alle Geschäfte reinbauen. Dann bräuchte man nicht so oft hin und her zu laufen. Aber es soll ja auch schön aussehen. Was war das jetzt? Ja, so manchmal ist das so. Also Betten hier hin. Geschäfte hierhin. Naja gut, fangen wir mal hier an. Das ist, hier hat man schön viel Platz. Und ich weiß ja zufällig, wir haben auch eine Gastronomie. Wir haben eine Bar eingelagert. Und zwar ziemlich viele Teile. Hier könnte man eine ziemlich lange Bar reinbauen. Was ist hier die längste? Wir haben nur lange Seiten hier. Oh, wie schön gerade. Ba, 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 ba. Ja, aber das kriegen wir doch schöner hin. Ach, warum ist das denn rot? Hier? Ach so, wir müssen, da ist der Eingang, da müssen wir ein bisschen Abstand halten. Na gut. Das ist zu eng dann. Dann packen wir hier lieber einen Getränkestand noch hin. Ja, und die anderen Barteile? Also das sind ja eher hier... Ja doch, das sind die Bars und Restaurant haben wir auch gleich hier, das Restaurant. Die können woanders hin. Sagte ich nicht, dass hier... Die können woanders hin? Ja, die kommen unten hin. Unten brauchen wir am Eingang ja auch noch was. Also sagte ich nicht vorhin irgendwann, dass hier die Erste-Hilfe-Geschichte rein sollte? Passt doch irgendwie. Dann könnten wir hier nämlich auch noch so ein paar Krankenbetten aufbauen. Und diese alten Stände hier, finde ich, die könnten wir dann doch versuchen, unten noch hinzubauen. Ja gut, so viele Siedler werden wir gar nicht haben wahrscheinlich.
Denn mir gefällt das jetzt gar nicht, wenn wir hier in diese schönen Räumlichkeiten diese unhübschen Stände reinbringen. Ja, man kann die auch noch dekorieren, Licht dran machen und so. Dann sieht das auch anders aus. Und wenn sie erst einmal stehen, gewöhnt sich das Auge ja auch mit der Zeit daran. Naja, ich weiß ja nicht. Hier die Klinik und dann sofort der Rüstungsstand daneben. Oder Waffen. Aber hier haben wir doch was Schönes. Ah ja, ja, ja. Ein bisschen was für die Moral können wir schon mal hier hinstellen. Mit Aussicht auf das Meer hätte ich beinahe gesagt. Doch ich weiß nicht, ob die hier so oft aufs Meer gucken, wenn die hier so am Zocken sind. Ja, wir können ja hier sowas an der Tür so hinstellen. Ja, dann kommt man die Treppen hoch und sieht sofort, was hier los ist. Da kann man gleich sein Glück versuchen. Ansonsten, denke ich, stellen wir hier also ein paar davon auf. Snappen die aneinander? Nein. Naja, das reicht auch. 5 Stück. Unten ist sowieso noch einer. Das würde ich ganz gerne wieder hier reinstellen. Ja, so rum? Oder dass sich jeder selber bedient? Oder soll die Dame, die hier an der Bar sowieso arbeitet, ausschenken? Aber dann sind die Kabel bei dem Kunden. Das ist auch nicht so schön. Ah, machen wir Selbstbedienung. Ah, die Maus. Verzeihung, ja, die kann das, die Maus. Die meldet sich auch zwischendurch mal, will einfach nur sagen, ja, hallo, ich bin auch noch da. Mich gibt's auch noch. Oh, man könnte 2 Getränkeautomaten reinstellen. Ja, man könnte das aber auch lassen, weil das vielleicht dann schon übertrieben sein könnte. Den Vorropter, den hätten wir aber ganz gerne oben an der Klinik. Oh, das ist zu weit oben. Moment mal. Über der Klinik kann man gleich Party machen. Na, hier sollen ja ein paar Betten vielleicht hin. Keine Tür hier, gut. Und Vorropter, go. Dann was fürs Herz. Kardiologie, mal gucken, ob sie da auch hier strampeln können genug. Da haben sie wenigstens eine schöne Aussicht. Stellen wir das mal so rum lieber. Die können ruhig zu dritt strampeln. Wir werden nur gesunde Siedler haben hier. Das gefällt mir. Ja, den Vorropter haben wir aufgebaut. Wir haben einen Friseur, den können wir noch umbauen. Also die Sachen haben wir alle. Ach, den OP-Stuhl. Natürlich, der muss hier oben hin. Und zwar irgendwo auch vielleicht neben dem Vorropter hier. Oder direkt neben dieser Klinik hier. Ja, direkt daneben der Anmeldung. Okay, hier so an der Tür schön, damit man gleich, wenn die OP schief gelaufen ist, dann kann man gleich rausspringen hier ins kühle Wasser, sich abkühlen ein wenig. Ja, wenn da keine Felsen sind unten, ein Sprungbrett wäre noch nett. Das ist ja kein Freizeitpark hier. Na, vielleicht bauen wir doch noch einen Getränkestand hier auf.
Und zwar, weil die Leute vielleicht auch Durst haben, die hier sich behandeln lassen. Nur denke ich schon wieder, dass die vielleicht ja lieber Wasser trinken sollten. Ja, das ist zu kompliziert hier mit dem Getränkestand und so. Wenn hier jemand eine ernsthafte Gehirnerschütterung oder eine Kopfverletzung hat, ernsthaft, dann weiß der doch nicht mehr, wie so ein Getränkeautomat funktioniert. Der macht ja alles kaputt oder nachher klebt hier noch alles. Nein, das muss nicht sein. So, das geht eigentlich schon so ein bisschen jetzt in Richtung Deko, aber so wie ich sagte, ein paar Krankenhausbetten hätte ich hier schon ganz gerne stehen. Ja, und zwar hier. Und wie macht man das? Am besten, dass man von beiden Seiten rankommt. Vielleicht kann man ja nachher noch, ja, das wäre richtig so. Vielleicht kann man ja nachher sogar noch so Nachttischschränkchen dorthin bauen. Ja, mehr als zwei Patienten werden die wohl hier nicht haben. Wenn wir das hier so ein bisschen in die Ecke bauen, dann passt da noch ein Nachttischschränkchen, so ein kleiner daneben. Und man könnte hier noch so eine Trennwand reinmachen für Privatsphäre. Dann so eine olle Matratze hier, falls die OP wirklich mal ganz daneben gegangen ist. Dann kann man sich hier auch so ein bisschen schon mal erholen davon, vom Schock. Oder für die Ärzte dann auch. Die können sich da auch mal ausruhen. Ja komm, die kriegt aber dann auch so ein bisschen ihre Ruhe, hat sie dann hier in der Ecke. Kommt man hier noch vorbei? Ach, wunderbar. Kommt man noch vorbei. Sehr schön. Ja, was noch? Die Leute hier, brauchen die auch ein Bett? Augenarzt? Na, ich weiß nicht. Kann ja nicht schaden. Bauen wir auch mal hier ein Bett hin. So, die aber gestrampelt haben, ich glaube, das ist nicht so gut, wenn man sich gleich nach dem Strampeln hinlegt. Da muss man erstmal so wieder so erstmal ausklingen lassen, den Körper zur Ruhe kommen lassen, wollte ich sagen. Was heißt denn hier I? Die sehen immer so aus. Ja, da kann man mal sehen, wie selten wir diese Bettchen aufbauen. Ich war jetzt, im ersten Moment war ich etwas überrascht, dass die so aussehen, wie sie aussehen. Na komm schon, ja, man merkt. Es wird schon. Guten Morgen, Schatz. Oh, guten Morgen. Da fallen schon die ersten Siedler runter. Und die Red Rocket konnte sich nicht selbst verteidigen. Wer ist denn hier alles? Moment, die Rüstungshändlerin war das. Das hier, der ist noch gar nicht zugewiesen. Ach, Bettenetage. Ja, wohin jetzt mit ihr, oder? Also es ist eine geborene Augenärztin. Ich hab das schon gesehen, so wie sie guckt. Hey, da ist noch gar kein Strom dran. Das kommt erst noch. Schön viel Platz. Ja, ein paar Betten könnten wir ja noch hier oben hinstellen. Ach so, ja, wir haben ja diese Schrottbetten hier, wie man sieht, noch drin. Will ich gar nicht. So, alles schön verwerten. Das ist schon ein bisschen gemein, oder? Wenn man morgens so aufsteht. Oder aufschreckt sogar. Da laufen die Siedler nachher ja alle mit Beulen am Kopf rum. Ja, aber da haben sie doch unten sofort schon
Denn Arzt, der Arzt, der wird reich. Ach, wenn man sich zweimal den Kopf gestoßen hat, dann wird man das, glaube ich... Naja, das merkt man. Hey, das kann sein, dass man sich das nicht so schnell merkt morgens. Kommt drauf an, wie man geweckt wird. Okay, wir können das ja später, wenn uns das wirklich irgendwann mal so sehr stören sollte hier mit der Schräge und den Betten, dann können wir das ja hier noch weiter ausbauen, wie man sieht. Wir können ja hier in der Mitte auch überall noch Bodenplatten reinlegen und dann die Bettchen mehr so in die Mitte legen und dann ist das auch gut. Aha. Passt schon. Okay. Also passt schon, dass sie da unten gerade zu sehen war. Ja, was hätten wir denn noch gerne hier? Da haben wir doch noch Platz. Hier ist eine ganze Etage noch. Ach nee, hier ist die Klinik. Hier haben wir doch noch eine ganze Etage. Muckibude? Ach, ich weiß. Ja klar, klar, klar. Ich weiß schon. Ach so, wo haben wir das denn eigentlich? Bei den Tischen? Nein, das haben wir bei der Verteidigung. Haha, ein Wachhäuschen. Beziehungsweise hier so die Wachleute. Moment mal. Ich dachte, so mit Blick aufs Meer wäre schön. Dann können sie so zur Seite gucken. Aber sie können auch gleichzeitig, wenn das so jetzt steht, die Neuen, die von hier unten nach oben kommen, da können sie auch gleich aufpassen, wer da kommt. Dachte ich. Oh, das wird eng. Ja, das ist doch sowieso keine Tür da hinten. Ja, aber wie soll er da reinkommen? Kommt er ja gar nicht. Ja, oder der Ärmste muss dann wirklich mit dem Rücken zum Meer sitzen. Das ist aber nicht so schön. Ja, aber was anderes sehe ich da nicht. Dann, ach, der wird sich umdrehen. Und wenn einer kommt, dann machen wir unten eine Klingel. So eine Geräuschfalle bauen wir da hin. Und dann wird er schon hören, wenn da jemand kommt. Dann dreht er sich schnell um und alles ist gut. Anmeldung. Alles gut. Wo oben rannte doch gerade jemand rum, der noch nichts zu tun hatte angeblich. Na, wo ist er denn? Das ist ja ein Erholungsort hier. Das ist ja wunderschön hier. Na, jetzt steht er unten. Ist da runtergesprungen? Moment mal, bist du nicht die Augenärztin? Ja, ich glaube schon. Falsche Etage etwas hier. Hm. Ach, da ist er ja. Du kriegst einen schönen Job. Verstehe. An der Anmeldung. Besser könnte es doch nicht sein. Aber so ein paar Büroarbeiter, Kollegen, Kumpels hier wären auch nicht schlecht, oder? Welche mit einem schönen Ausblick hier aufs Meer, hinten in die Ecke rein. Ja, da kommt man ja noch vorbei. Passt alles. Was haben wir denn hier gemacht? Das ist doch gar nicht richtig fertig hier. Oh, wir haben ja ein Loch gelassen. Liebe Welt da draußen, wir müssen in der Folge, in der nächsten Folge werden wir also hier nochmal rangehen und gucken, was wir hier so gemacht haben und wie wir das noch weiterbauen.
Diese Folge ist allerdings schon am Ende und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.